Unser Vater im Himmel, ich danke dich schön für diesen neuen Tag. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe. Wir kommen zusammen zu dieser anderen Zeit und wir beten für deine Heiligen Geist. Und wir beten, Vater, denn die Worte, die wir hören heute, kannst du bringen gute Frucht in uns. Und wir beten im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. 25 December. 25. Dezember. And also for the world is another birthday that is celebrated. Und die Welt feiert noch einen anderen Geburtstag. And is the according to tradition is Christ's birthday today. Und nach der Tradition ist es Christi Geburtstag. Yeah. We know maybe it's not exactly this day. Wir wissen, es ist nicht genau dieser Tag. But anyhow, this is the day where people will remember his birth around the world. Aber es ist der Tag, an dem die Menschen seiner Geburt gedenken auf der ganzen Welt. And this is something that has such an impact on the people, the culture of the people as well, all around the world. Es hat einen starken Einfluss auf die Kultur der Menschen auf der ganzen Welt. The spirit of the year where people will try to come together. Es ist die Zeit des Jahres, wo die Leute versuchen zusammenzukommen. Family reunited. Wo Familien sich vereinen. And they celebrate together this festivity season. Und sie feiern dann gemeinsam diese Feiertage. And that happened all around the world. Und das geschieht auf der ganzen Erde. Even in other culture where they have not, is a culture that is not based on Christianity, they will still remember Christmas. Und selbst die Kulturen, die nicht auf dem Christentum basieren, feiern Weihnachten. Because through the years, Christmas is associated with joy. Yeah? Weil Weihnachten immer mit Freude auch in Verbindung gebracht wird. Lights, color, presents. Ja, Farben und Lichter und Geschenke. I remember when I was several times in my wife's country. Und ich erinnere mich, als ich mehrmals schon in dem Land meiner Frau war. That is a Muslim country, Malaysia. Da ist Malaysia ein muslimisches Land. And so they follow the Muslim tradition as country. Und so folgen sie als Muslime der Tradition in ihrem Land. So the people in charge of the country and the offices are all Muslim. Yeah. Weil diejenigen, die das also Land regieren und auch in den Büros arbeiten, alles Muslime sind. To work in a public office, you need to be Muslim in this country. Yeah. Um dort in einem öffentlichen Büro arbeiten zu können, muss man Muslime sein. And they follow the rules also, yes. But it's a different country, in a sense, Malaysia. Aber es ist ein anderes Land. Because it's a mixed culture. Weil es auch dort eine Mixtur von Kulturen and gibt. It's very interesting because there is a big part of Indian there. Es ist interessant, weil da ein Großteil auch Indisch ist. So they follow the Hinduist tradition also the country. Und so folgen sie in diesem Land auch den indischen Traditionen. Big part there is Chinese and Buddhist religion. Teilweise gibt es chinesische und buddhistische Religion. And also there are the Christians. Yeah? Und da gibt es noch die Christen. Also Catholic, a bigger part Catholic. Ein großer Teil dort ist katholisch. A lot of Adventists also in Malaysia. Ja. Yeah, it's quite und a lot. Es gibt auch viele Adventisten in Malaysia. It's quite a big community there. Es ist eine recht große Gesellschaft. Another evangelicals communities also. Und es gibt auch evangelische. And it's interesting because through the year I was always asking, why do you have so many festivities here? Like it was almost three holidays. Und ich fragte dann meine Frau, warum habt ihr hier so viele Feiertage? Irgendwie gibt es so viele Tage, wo keiner arbeitet. Because they keep all the celebration of all the religion. Weil sie versuchen, die Feiertage aller Religionen einzuhalten. And so it's always, even now, Christmas. Selbst jetzt ist dort Weihnachten. If you go to any big supermarket mall. Und wenn man dann in ein großes Einkaufszentrum geht oder Supermarkt. You find the biggest decoration that you ever see about Christmas. Und dann findet man dort die größten und besten Dekorationen in Bezug auf Weihnachten. Actually, it's the biggest decoration they have in the country is Christmas decoration. Yeah? Und das, was dort an Dekoration am meisten vertreten ist die Weihnachtsdekoration. Starting already in November, they're already up. Es fängt bereits im November end an. End of November, until today. Bis heute. Tomorrow, all these big construction they made, the people go and take pictures and everything. Und diese ganzen, was sie da aufgebaut haben, wo Leute auch hingehen und Bilder von machen, dieses Aufstellen. Lights and presents, you should see, it's very, very nice made. Lichter und Geschenke, es ist wirklich sehr schön dort aufgebaut. Overnight will be removed. Das wird über Nacht wieder abgebaut. And tomorrow all of you will be decorated for Chinese New Year. Und alles, was dann morgen ihr sehen werdet, sind die Vorbereitungen für das chinesische Neujahr. And they change the songs to Chinese New Year songs immediately. Und sie verändern sofort die Weihnachtsmusik zu chinesischer Neujahrsmusik. And then you find the dragons instead of the Christmas tree suddenly. Und anstatt den Weihnachtsbaum zu sehen, seht ihr dann auf einmal den Drachen, chinesischen Drachen. And then come the Indian celebration
Dann kommt das Feiern der Inder. And then there were these the temples all busy. They smash the coconuts. Yeah. Dann sind die Tempel dort alle beschäftigt, indem sie dann die Kokosnüsse zerschlagen. And then the Ariyara, the Muslim one coming in. Okay, und dann kommt das Ariyara, das ist von den yeah. Muslimen. And then the fasting period. Dann gibt es die Fastenzeit. And then the celebration after that. Und danach schon wieder eine Feiertag. And so they have all this celebration to go around. Und so haben sie ganz viel zum Feiern. And they change the decoration and music everywhere. Und sie ändern dann die Dekoration und die Musik immer sofort von einem Tag auf den anderen. And then the Chinese had a ghost festival. Und dann haben die Chinesen ihr Geisterfestival. Where they celebrate the dead people and they prepare food for them. Wo sie die Toten feiern und Essen für sie vorbereiten. And I saw a very funny one day. They all even make theater representation from the ghost, for the ghost, the dead spirits. Und das Interessante, yeah? was ich da gesehen habe, die machen sogar eine Theateraufführung für die Toten. So there will be a singers and a stage and empty chairs in front. Das heißt, es wird ein Sänger auf der Bühne stehen und das Publikum, also die Stühle sind leer. And they make a big overnight theater scenes and singing for supposedly the dead spirits. Yeah? Und dann machen sie eine lange, großartige Nacht mit Theaterstücken und Musikstücken, alles nur für die toten Leute, and nobody, weil die Stühle leer sind. Nobody's there because da sitzt keiner. They need to leave space for the. Weil sie Platz brauchen für die Geister. And maybe people will stand in the back because this is occupied. They say. Und viele stehen dann im Hintergrund, weil halt die Stühle besetzt sind. Yeah, and so there is a very interesting country, really. Es ist ein sehr interessantes Land. How they follow all. These, wie sie versuchen, all diese Dinge einzuhalten. But there's a lot of quarreling between them, of course, the parties. Aber natürlicherweise gibt es dann auch diese Streitigkeiten zwischen den. But Christmas Parteien. Is also remember. Aber. Christmas is also remember. Aber Weihnachten, daran wird auch gedacht. But not as the day where the child was born, as Christ. Aber nicht als der Tag, an dem das Kind Christi geboren wurde. Because that is, well, it's more about Santa Claus, the gift, and so on. Sondern es geht mehr um Santa Claus und die Geschenke. But, and that's why they focusing on that. Yeah? Deswegen fokussieren sie sich darauf. And but also sometimes that's what happened here. Aber das ist auch das, was hier geschieht. We have the image of Santa Claus. Wir more. Haben auch dieses Bild von Santa Claus, also vom Weihnachtsmann. You know also the Coca-Cola trucks or the very famous for Christmas. Ja, yeah. Diese Coca-Cola Schlittenreihe ist sehr bekannt am Weihnachten. But vom Weihnachtsmann. So as Christian, what we should remember about this birth of Christ or this day? Aber als Christen, was sollten wir an diesem Tag, an dem Geburtstag Christi erinnern? There are some significance about the birth of Christ that is good for us to remember. Es gibt einige wichtige Dinge bei der Geburt Jesu, die für uns wichtig sind, dass wir uns daran erinnern. And we're going to read some Bible verse about this today. Und wir werden einige Bibelverse davon lesen. In Isaiah chapter 9, for example, verse 6. Zum Beispiel Jesaja Kapitel 9, Vers 6. And he gave us a reason why Christ came. Hier wird uns ein Grund genannt, warum Jesus kam. And also a motive of celebration is attached to this. A reason to celebrate is attached to this. Und hier finden wir auch einen Grund, warum wir das in Ehren halten sollten und feiern sollten. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Ja, Vers 6, ja, 9, 6. Okay, so the for us a child is born. Is this on the verse? You read five. This? Ah, okay, then it's okay, it's under. Okay, this. In Deutsch ist das Vers 5. Okay, gut, gut. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. So we found here that this child was born and the child was given. Wir lesen, dass das Kind uns geboren wurde und uns gegeben wurde. Born because it was born in the earth through Mary. Die Geburt, weil es durch eine irdische Geburt, durch eine menschliche Geburt geschah, durch Maria. Given because it was given by the Father in heaven. Und gegeben deswegen, weil es uns vom himmlischen Vater im Himmel gegeben wurde. And the significance of the child is found in the following sentence where they say that the government shall be put upon his shoulder. Und die Wichtigkeit dieses Sohnes erkennen wir in Vers 6, wo es heißt, dass
ihm alles auf die in Vers 5, wo es heißt, dass ihm die ganze Herrschaft auferlegt wurde. So there is a purpose attached to the birth. Das heißt, es gibt einen Sinn und Zweck, warum er hier geboren wurde. The child, the government should be given, and he will be called the mighty God, the everlasting Father, the Prince of the Peace. Ja, ihm wird sozusagen die Herrschaft gegeben und, und er wird wunderbarer und Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst genannt. Let's read now 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Wir gehen weiter zu 1. Korinther. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Okay, here we found a reason to glorify. Yeah. Hier finden wir einen Grund, warum wir ihn verherrlichen sollten. If there is a reason to glorify, wenn es einen Grund gibt, ihn zu rühmen, let us glorify in God because, dann sollten wir uns in Gott rühmen, weil, or what the significance is for us of his coming, because for the significance that his coming has to us. Wegen der Wichtigkeit, significance. Yeah, for the significance. We should glorify him because of the significance of this coming. Okay. Also wir sollten Gott rühmen, weil er es zugelassen hat, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. And what is the significance? Mm-hmm. Wisdom, righteousness, sanctification, redemption given to mankind. Wir sollten Gott rühmen, weil er uns das gegeben hat, was wichtig ist, nämlich zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung hat er uns Christus gegeben. This is what Jesus came to do on earth, really. Und dazu kam Jesus ja auf diese Erde. And today should be a remembrance of this action. Und heute soll das eine Erinnerung sein an diese Handlung. Not just the birth, nicht nur die Geburt von but what Jesus, the birth had brought together with. Sondern was diese Geburt uns selbst auch gebracht hat. We can say the gift that Jesus had brought to mankind, because it's Christmas, we use the gift. Yeah. Wir können auch sagen, das Geschenk, das Jesus dieser Welt gegeben hat, weil wir Weihnachten haben. Yeah. Righteousness, sanctification and redemption. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Something that was given available to mankind that they didn't have by themselves. Das wurde den Menschen gegeben, etwas, was die Menschen aus sich selbst heraus nicht besitzen. Especially the possibility of redemption. Vor allem die Möglichkeit der Erlösung. Redemption because of sin. Erlösung brauchen wir aufgrund der Sünde. So by the birth of Christ, a solution came upon a man's problem. Durch die Geburt Jesu kam nun die Lösung für ein menschliches Problem. And when there is a problem, a solution should be brought upon. Und wenn es ein Problem gibt, sollte immer eine Lösung gefunden werden. A problem that maybe not everybody realizes is a problem. Ein Problem, welches vielleicht nicht jeder realisiert als ein Problem. But even though a solution is still there available in case you think you need a solution for a problem. Aber die Lösung ist trotzdem vorhanden im Falle, dass man erkennen sollte, dass es ein Problem gibt. But this is not just a touch doing right or doing wrong. Aber das hängt nicht nur mit richtig tun oder nicht richtig tun zusammen. Because sin is something that we consider wrong. Denn die Sünde betrachten wir als etwas Falsches. Or according to the law of God. Zumindest nach dem Gesetz Gottes. But something that is more about the inside of the man, or the heart of the person. Es geht aber auch um das Herz der Person. A solution, a redemption for the suffering that man experiences on earth. Wir finden eine Lösung für das Problem, dass der Mensch leidet im hier auf Erden. It can be desperation. Es kann Verzweiflung sein. It can be depression. Depression. It can be a state of unhappiness. Es kann der Zustand des Unglücklichseins sein. Guilt. Oder Schuld. Or whatever it is, there is a possibility to be redeemed by the Lord. Egal was es ist, es gibt immer die Möglichkeit davon erlöst zu werden durch den Herrn. And this came attached by the Son. Birth, or the Son of God birth on the earth. Und das wurde sozusagen möglich dadurch, dass Christus auf diese Erde geboren wurde. To give a chance that is available to all mankind. Es ist eine Möglichkeit, dass jedem Menschen gegeben wurde. Let's read more about Christ though. In Philippians chapter 2.
Lass uns mehr lesen darüber in Philipper Kapitel 2. We read from 5 to 8. Und dort die Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinungsform, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. So Christ, when he came, of course, he had, what do we know from the Bible, that he left the heavenly kingdom. Als Jesus auf diese Erde kam, wissen wir aus der Bibel heraus, dass er das himmlische Königreich hinter sich ließ. And then he took himself the form of a servant. Und er nahm selbst die Gestalt eines Knechtes an. To become like man, so to say. Um wie ein Mensch zu werden. And he humbled himself to the state that he could be touched by the death. Und er demütigte sich so sehr in seiner göttlichen Form, so sehr, dass er die Gestalt annahm, in der er sterben konnte. To live like a man. Um wie ein Mensch auch zu and leben. And so he thought it was not a robbery for him to be deprived of this heavenly condition. Das heißt, er hielt es nicht für einen Raub, dass er der des himmlischen Zustands sozusagen, er hielt es nicht für einen Raub, dass er diesen himmlischen Zustand nun verloren hatte. He said, okay, it doesn't matter, okay, if I have to do this, I do this right. Er sagte, es ist nicht schlimm, wenn ich hier etwas tun soll, dann will ich es richtig machen. If I have to be an example, I have to be a real example for the people. Und wenn ich für ein Vorbild sein soll, dann möchte ich ein echtes Vorbild sein für die and Menschen. And so I will leave my heavenly kingdom. Und so verlasse ich mein himmlisches Königreich. Come in a form of born as a child. Werde als Kind geboren. And walk in the same steps of mankind. Und wandel in dem, was auch die Menschen, in dem auch die Menschen leben. Even be subjected to death if necessary. Selbst wenn es heißt zu sterben. As we know that then after that when he died on the cross. Und wir wissen, dass es am Ende auch so geschah. Er starb dann am Kreuz. And the purpose of all of this was the same as we read why the child was born. Und der ganze Grund dafür ist derselbe, den wir gelesen hatten über die Geburt Jesu. To bring righteousness, wisdom and possibility of repentance. Redeemed, to be redeemed for mankind. Es diente dazu, Weisheit zu erlangen, Gerechtigkeit und Erlösung. And then we found in John 3, 16, 17, of course, very famous Bible verse about this. Es ist ein sehr bekannter Vers in Johannes. Chapter 3, 16 and 17. In Johannes 3. Und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Aha, here we found something very interesting. Hier finden wir was Interessantes. Of course we know that the God given his son because he loved the world. Natürlich wissen wir, dass Gott seinen Sohn gab, weil er die Welt liebte. And the purpose of Jesus to show the pathway and how to live a life under sin. Und warum Jesus uns diesen Weg zeigt, wie wir leben können auf diesem Weg der Sünde. It was not to condemn the people. Diente nicht dazu, die Menschen zu verdammen. Aha, look at me, I'm doing everything right and you was not able to do it. Er kam nicht, um zu sagen, schaut, ich mache alles richtig und ihr seid nicht in der Lage, das zu tun. Because the purpose is not to condemn people to die. Okay, you do, look, I'm the standard, you should follow me, you're doing wrong, then you terminate it. Und es dient auch nicht dazu zu sagen, schau, ich bin der Standard und wenn du das nicht schaffst, so zu sein, dann wirst du ausgelöscht. But the purpose was to show a possibility for eternal life. Es diente eher als eine Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen. Because he said he didn't come to condemn the world. Denn er sagt hier in Vers 17, dass er nicht kam, um die Welt zu verdammen. And the world, it means mankind here. Yeah, the und people. Welt bedeutet hier einfach die Menschheit. Er kam nicht, um die Menschheit zu verdammen. But it through me that the world, the people, might be saved. Sondern damit die Welt, das heißt die Menschen, gerettet werden. And salvation is always the goal of God and not condemnation. Erlösung und Errettung ist immer das Ziel Gottes und niemals die Verurteilung. God didn't come to judge the people. Gott kam nicht, um die Menschen zu richten. And say, you're bad, you're bad, you're bad, you're bad.
und zu sagen, du und du und du, ihr seid so schlecht. But he came to say, the sin is bad, the sin is bad, the sin is bad. Sondern er kam, um zu sagen, die Sünde ist es, die schlecht ist, because, die Sünde. Because he loved the people. Denn er liebt die Menschen. But he hated the sin. Aber er hasst die Sünde. And therefore he say, look, I show you how we can have a life that is attached to only for life and not for death. Und er kam, um zu zeigen, dass das Leben nicht nur an den Tod gehängt ist, sondern auch an Leben. And he said, look, I know there is temptation that are strong. Und er sagte, schau, ich weiß, dass es schwere und harte Anfechtungen gibt. I've been through this. Ich bin da auch durchgegangen. But we can walk for life and eternal life. Aber wir können trotzdem aufs ewige Leben hinarbeiten. Because I loved you. Weil ich dich liebe. As person. Als Person. A sin is the problem. Und die Sünde hier ist das Problem. But so if you detach yourself from sin, aber wenn du das Böse meidest, we can have life everlasting, eternal life together. Dann können wir gemeinsam das ewige Leben haben. Because I brought to you redemption, righteousness and wisdom. Weil ich euch dir gebracht habe die Weisheit, die Gerechtigkeit und die Erlösung. When the child was born, he carried with him all this possibility for mankind. Und als er als Kind geboren wurde, hat er all diese Möglichkeiten für die Menschheit mit sich gebracht. And all the life that he lived while in earth, he was focusing on accomplishing this goal. Und sein ganzes Werk hier auf Erden diente dazu, dieses Ziel zu erreichen. For the people to have a possibility to access eternal life. Damit die Menschen die Möglichkeit haben, auf das ewige Leben zugreifen zu können. Not that we can gain eternal life is given by God. Wir können das ewige Leben nicht verdienen, es ist von Gott gegeben. But a sin is in the middle of this. Sin is between us and eternal life. Aber die Sünde ist es, die zwischen uns und dem ewigen Leben steht. But as I say, it's not just because it's something that is between right and wrong, what is right and wrong. Aber wie ich bereits sagte, geht es nicht nur um falsch und richtig. Because of the suffering attached to sin. Sondern es geht auch um die Leiden, die mit der Sünde zusammenhängen. Even though we might not feel bad on ourselves in doing something wrong. Selbst wenn wir uns manchmal nicht schlecht fühlen, wenn wir was Falsches but tun. But unfortunately, the consequences of sin are shown around the world. So zeigt sich trotzdem die Folge der Sünde auf der ganzen Welt. You know, there are people that have no food. Es gibt Menschen, die haben kein Essen. Children that are suffering. Kinder, die leiden. People that are extremely sick. Menschen, die sehr, sehr krank sind. There is poverty. Da gibt es Armut. There is no equality between the races. Es gibt keine Gleichheit zwischen den Rassen. There is war. Es gibt Krieg. And there is discussion, es gibt hate, Hass. And all these are things that make the heart suffer. Und diese Dinge lassen das Herz leiden. The heart of the people suffer because of seeing all these things. Das Herz der Menschen leidet aufgrund dieser ganzen Sünde und deren Folgen. We know we are a little bit privileged, you know? Us, we are a bit privileged because we live in a peaceful environment, more or less. Wir sind noch privilegiert, weil wir mehr oder weniger in einer friedlichen Umgebung hier leben. But it's not for everybody the same. Aber so ist es nicht mit jedem. We have another type of suffering, maybe. Und vielleicht haben wir noch eine andere Art von Leiden. We might have clothes and warm place. Wir mögen vielleicht Kleidung haben und einen warmen Ort. But there are other things that make our heart suffer. Aber es gibt Dinge, die unser Herz leiden lässt. It can be sickness. Es kann eine Krankheit sein. It can be family problems. Es können Familienprobleme sein. Quarreling. Streitigkeiten. But for all this, God came with a solution. It was attached to the born, to the birth of Christ. Aber für all das gab Gott uns eine Lösung durch die Geburt Jesu Christi. Something that will nourish the heart of the man and give a deep meaning in life. Etwas, was die Herzen der Menschen wieder nährt und ihrem Leben eine tiefe Bedeutung gibt. Something to live and die for. Etwas, wofür es sich lohnt zu leben und zu sterben. This Christ came to offer to the people. This is what Christ came to offer to the people in his birth. Und das ist es, was Christus den Menschen anbot, als er geboren wurde oder durch seine Geburt. We should not limitate this to just doing right to do right or do wrong to do wrong. We should not limit it to this. Wir sollten es nicht begrenzen auf richtig ist richtig und falsch ist falsch. Yeah. Even though this is important too. Auch wenn das sehr wichtig ist. Yeah. But you know, I'm doing something bad. I'm so bad person. Aber, oh, ich habe was Schlechtes gemacht, ich bin so eine schlimme Person. Oh, I'm doing good, I'm feeling good. Oh, ich habe was Gutes gemacht, ich bin eine sehr gute Person. But all this will be attached to what happened to the heart of the person.
All das hängt aber mit dem zusammen, was mit dem Herzen der Person passiert ist. And how the person will experience life. Und wie diese Person das Leben wahrnimmt. And what a person can achieve during their life. Und was die Person erreichen kann im Leben. In whatever direction it is. Egal in welche Richtung es sich ausrichtet. And this is what God came to touch with this birth. Ist das, was Gott sozusagen in Berührung bringen wollte mit der Geburt Jesu Christi. Let's read more in Hebrew chapter 2, 14 to 17. Lesen noch einen Vers aus Hebräer 2. 14 to 17. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Mm-hmm. Thank you so much. This is another reason why Christ came as a child. Ein weiterer Grund, warum Jesus als ein Kind auf die Erde kam. To destroy the power of death. Um die Macht des Todes zu brechen. There was the devil. Welche der Teufel hatte. And to deliver the one that are in bondage. Or the devil. Und die zu befreien, die durch den Teufel auch in Knechtschaft gehalten werden. And then we found more. Und wir finden noch mehr. We found that he came to bring reconciliations. Wir wissen nun, dass er auch kam, um die Welt mit Gott zu versöhnen. For the sin of the people. Um der Sünde des Volkes willen. So the birth of Christ represent that there is desire to destroy what is evil. Die Geburt Christi repräsentiert nun seine Sehnsucht, sein Verlangen danach, das zu zerstören, was böse ist. To destroy the root of sin. Nämlich die Wurzel der Sünde. That is Satan himself, the devil. Welcher Satan ist, der Teufel. He had the power over death. Er hatte die Macht über den Tod. Because sin will bring to death. Weil die Sünde automatisch den Tod bringt. And therefore, and God to do that, to destroy death and Satan, he bring reconciliation for the people. Um nun die Macht des Todes zu brechen, brachte Jesus die Versöhnung zu den Menschen von Gott. By his coming, he brought a way for the men that are in suffering position to able to connect themselves back to the Father, the source of life. Jesus ermöglichte es, dass die Menschen, die in einem Zustand des Leidens sind, sich wieder mit Gott verbinden können, der die Quelle des Lebens ist. A possibility to detach, for the people to detach themselves from evil. Damit brachte die Möglichkeit, dass die Menschen sich von dem Bösen trennen können. For the devil, that is the one that want the death of the people also. Und dass sie sich trennen von dem Teufel, der den Tod der Menschen will. Because he never want the good for the people, he never wanted. He never wanted Satan the good for the people. Denn Satan will nie das Beste für den Menschen. But he just wanted to prove his point right. Satan versucht einfach nur, sich selbst als richtig darzustellen. God is unrighteous. Sagt, Gott ist ungerecht. And we can do much better without him. Und es würde uns besser gehen ohne Gott. And then by true experience people recognize that actually it's not that. Und durch Erfahrung wissen wir, dass wir sagen können, so ist es leider nicht. Because sin and suffering didn't bring any higher level of life. Really. Weil die Sünde keine höhere Ebene im Leben bringt. But constant destruction. Sondern immer nur Zerstörung. And therefore Christ also came to bring reconciliation. Deswegen kam Jesus auch mit der Versöhnung. How the people that can be go back connected to the source of life. Mit der Versöhnung, womit die Menschen wieder zu Gott, zu der Quelle des Lebens zurückkehren können. Let's read on. 1 Corinthians 15, 54 and 55. 1. Korinther 15. Kapitel 15. 54 and 55. 54 und 55. Wenn aber dieses Volk verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterblichen Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Oh yes, death, where is thy sting? Where is thy victory?
Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? The question implies that these things have been defeated. Diese Fragen deuten an, dass der, dass das besiegt ist. Because the person that was corruptible, the man that was corruptible, die Menschen waren nämlich verdorben. They put on incorruption. Sie haben Korruption angezogen. And the person that was mortal had put on immortality. And who was mortal had put on immortality. Okay, also er wiederholt eigentlich nur. Die Verweslichen haben Unverweslichkeit angezogen und die Sterblichen Unsterblichkeit. And therefore death had lost its power. Deswegen hat der Tod auch seine Macht verloren. Because Christ had brought this to the earth. Weil Christus diese Dinge hier, die wir gelesen haben, auf diese Erde brachte. A chance for the people to dress with immortality. Nämlich die Möglichkeit, dass die Menschen nun Unsterblichkeit anziehen können. And therefore death had lost its power. Deswegen hat der Tod die Macht verloren. And there is hope in Christ. Und in Christus gibt es Hoffnung. Hope for eternal life. Hoffnung auf ewiges Leben. This is what brought the birth of Christ. Das ist das, was die Geburt Christi wirklich uns gebracht hat. It's something higher than just celebrating his coming. Es ist mehr als einfach nur sein Kommen zu feiern. But it has a deep meaning for humankind. Sondern es hat eine tiefe Bedeutung für die Menschheit. For the soul, for the heart of the persons. Für die Seele und für das Herz des Menschen. Taking out the people from a bottomless pit. Er hat die Menschen aus einem tiefen Abgrund wieder hochgeholt. And this is what Christ wants to offer to all of us. Und das ist das, was Christus uns allen anbieten will. It actually was already ours, all this. It was already ours, but sin make us lost everything. Eigentlich gehört es den Menschen bereits, aber durch die Sünde haben wir es verloren. It has to bring back what was already available to us. Ja, Jesus hat uns nur das wiedergebracht, was für uns vorher bereits zur Verfügung eingestellt. And that was something that was looked as impossible to accomplish. Und vorher schien es unmöglich, das zu erreichen ohne Christus. Satan would not ever thought that Christ would come to this point to save the people. Satan dachte nicht, dass jemals Christus so weit gehen würde für die Menschen. He thought, I prove my point, the kingdom is mine and the earthly kingdom is mine. Satan dachte, dass er seinen Punkt nun bewiesen habe und dass die Welt sein Königreich ist. But this was the checkmate point from God. Aber Gott hat hier sozusagen einen Schachzug getan. Jesus was born. Und Schachmatt war der Punkt, als Jesus geboren wurde. And then Jesus was died and resurrected. Und als Jesus dann auch starb und wieder auferstand. And that teaches an important lesson in life also. Und es lehrt uns eine wichtige Lektion fürs Leben. No matter in which situation we are. Egal in welcher Situation wir sind. Look like everything is going downhill. Selbst wenn es scheint, als würde alles bergab gehen. Still there is a possibility to come out with a great solution. So ist es trotzdem möglich, mit einer guten Lösung herauszukommen. Still, we still have a chance to do a checkmate move. Wir haben immer noch die Möglichkeit, ein Schachmatt zu ziehen. Unexpected. Der manchmal unerwartet scheint. But it's still possible. Aber er ist immer möglich. And so we should not be despair in all every situation. Deswegen sollten wir in diesen Situationen heutzutage nicht verzweifeln. Because God can help us out. Denn Gott kann uns heraushelfen. Let's read in 2 Timothy 1:10. Wir lesen noch einen Vers aus 2. Timotheus. Again, it's confirmation of what we just read. Das ist eine Bestätigung dessen, was wir gerade schon gelesen haben. 2 Timothy 1:10. Die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Mm-hmm. He said that Christ have abolished death. Hier heißt es, dass Christus dem Tod die Macht genommen hat. What type of death has been abolished? Welcher Tod ist hier gemeint? People are still dying today. Die Menschen sterben doch noch heute. Even the believers are dying. Selbst die Gläubigen sterben heute. Eternal death was abolished. Aber was hier gemeint ist, ist der ewige Tod. Because he brought a life of immortality available, as we just read. Denn er hat uns, wie wir gerade gelesen haben, die Unvergänglichkeit gebracht. Through the Gospels. Und durch das Evangelium. To his life. Durch sein Leben. To the story of the disciple and the people in the past. Durch die Geschichten der, seiner Jünger und der Vergangenheit. He opened the chance for immortality to mankind. Er hat uns die Möglichkeit der Unsterblichkeit gegeben. And death, eternal death, was abolished. Und der ewige Tod wurde die Macht genommen. Remember, in the book of Jude, there is a quarreling between Michael and Satan. Where? In the book of Jude, there is a quarreling, a discussion between Satan and Michael.
in Judas. In Judas finden wir eine Diskussion zwischen Satan und Michael. Where Satan is want to claim the body of dead Moses. Wo es darum ging, dass Satan den toten Körper Moses beansprucht. And then Michael say, Und der Engelsfürst Michael sagt nein. Moses is mine. Mose gehört mir. And therefore Satan have to flee. He couldn't do nothing. He couldn't hold back. Und Satan konnte dem nicht widerstehen und musste deswegen gehen. And therefore he lost his power on death. Deswegen Satan hat Satan die Macht über den Tod verloren. Because of the birth of Christ and his death and resurrection. Wegen der Geburt Christi und seinem Tod und seiner Auferstehung. Last Bible verses for this morning. Der letzte Bibelvers für heute Morgen. 2 Corinthians chapter 5, 18 to 21. 2. Korinther, Kapitel 5. 18 bis 21, die Verse. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. And this should be the message that should be spread loud and wide. Und das ist die Botschaft, die laut und weit verbreitet werden soll. From us as Christians to other people also, as we remember Christmas Day. Von uns Christen an andere Menschen in den Tagen, wo wir an Christi Geburt gedenken. The birth of Christ. Die Geburt Christi. Symbolized the reconciliation. Symbolisiert die Versöhnung. Of this world to God. Die Versöhnung dieser Welt mit Gott. And we should walk under this banner. Und wir sollten unter diesem Banner auch laufen oder wandeln. And Christ has given to us the ministry of reconciliation. Und Christus hat uns nun das Werk dieser Versöhnung aufgetragen. As we talk and we wish people Merry Christmas. Wenn wir den Menschen frohe Weihnachten wünschen, we should attach this good news also. Sollten wir auch diese gute Nachricht ihnen weitergeben. Yes, Christ was born today. Ja, or Christus. We remember Christ's birth today. Yeah. Ja, wir gedenken an Christi Geburt heute. And this birth represents him reconciling with mankind, the lost mankind. Und diese Geburt repräsentiert die Versöhnung der Menschen mit Gott, die vorher verloren war. He came to bring a chance for something bigger. Er brachte uns die Chance auf etwas Größeres. A victory over death. Dem Sieg über den Tod. Brought eternal life back. Er brachte uns ewiges Leben zu. Righteousness. Gerechtigkeit. Redemption. Erlösung. A chance for a better life. Und die Chance auf ein besseres Leben. Not only for the life to come. Nicht nur für das Leben, was noch kommen wird. But for the life as we know it here on this earth. Sondern für eine Verbesserung des Lebens hier auf Erden, wie wir es kennen. Come to touch the heart of the people. Er kam, um die Herzen der Menschen zu berühren. To bring solution to the immediate suffering of the people. Um eine Lösung zu bringen für das sofortige Leiden oder für das Leiden der Menschen hier auf Erden. A chance to come out from our bottomless pit. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, aus diesem tiefen Abgrund wieder heraufzukommen. To lead us in a path of eternal life. Und uns auf dem Weg des ewigen Lebens zu führen. The birth of Christ symbolizes all of this. Und die Geburt Christi symbolisiert alles. A good news spread throughout the gospel. Eine gute Nachricht, die durch das Evangelium verkündigt wird. Yes, it is possible. Ja, es ist möglich. To have this type of quality of life. Diese Qualität von Leben zu haben. Today, not in heaven. Und zwar heute, nicht erst im Himmel. We know, we always say the kingdom of God, it should be in us. The kingdom of God is in us. Wir müssen daran denken, dass es in der Bibel heißt, dass das Reich Gottes bereits jetzt in unseren Herzen sein kann. As Christ lives in us. Wenn Christus in uns lebt. As we attach ourselves to this Christ. Wenn wir uns an diesen Christus hängen. That he came to bring eternal life to us. Dann ist er es, der uns das ewige Leben bringt. And these days we can remember this. Und an diesen Tagen können wir uns daran erinnern. It doesn't matter where we are. Und es ist egal, wo wir sind. What we're going through. Oder wodurch wir hindurchgehen. Solution is available. Eine Lösung ist immer da. And we always be. Und es wird auch immer so sein. Because God chasing his children. God chasing, come after his children. Denn Gott geht seinen Kindern nach. Never forsake them.
und vergisst sie nie. Want to give love and true solution to the problem of the heart. Er möchte Liebe geben und die wahre Lösung für das Problem der Herzen, der Probleme im Herzen der Menschen. I will just ask for Father, for the Father. Wir müssen nur den Vater bitten. Help me out. Hilf mir hier heraus. I want to experience what you came to bring. Ich möchte das erleben, was du durch die Geburt Jesu gebracht hast. Reconciliation. Nämlich die Versöhnung. Reconciliation is our theme today. Die Versöhnung ist unser Thema heute. Because the opposite of reconciliation is strife. Denn das Gegenteil von Versöhnung ist Nachtragung. And I'm not speaking about the strife between other people. Und ich spreche hier nicht von dem Streit oder dem Nachtragen unter Menschen. But with ourselves. Sondern auch uns selbst gegenüber. Sometimes we strive against ourselves. Manchmal streben wir gegen uns. And God wants to reconcile this type of strife, this friction that is in us. Und diese Reibung, dieser Kampf in uns, den möchte Gott stillen. I don't speak about reconcile ourselves with the law of God. Ich sage nicht, dass wir uns ich spreche nicht über die Versöhnung mit dem Wort, mit dem Gesetz Gottes. Yes, that is important. Okay. Ja, das ist wichtig. But what about reconcile with our own self? Aber wie ist es, wenn wir uns mit uns selbst erstmal wieder einig werden? This should come first. Ja. This should come first. Das sollte zuerst da sein. Because the strife inside us. Denn dieses Widerstreiten oder der Streit in uns selbst. What make us suffer now? Lässt uns leiden. And with this type of strife, we cannot think even about the law of God anyway. Ja, und wenn wir mit uns selbst uneins sind, dann können wir nicht mal über Gottes Wort nachdenken. But as we become one as a person, us ourselves. Aber wenn wir selbst erstmal wieder mit uns selbst sozusagen einig werden. And we are reconciling our heart. Und wir in unserem Herzen uns versöhnen. Everything else follow. Wird alles andere folgen. But God came to grant this reconciliation to all of us. Aber Christus kam, um uns diese Versöhnung zu ermöglichen. And this was we should remember the birth of Christ. Und daran sollten wir denken, wenn wir an die Geburt Christi denken. And share with others the same thing. Und mit anderen diese Botschaft teilen. It is possible for all of us to be reconciled with God. Für uns alle ist es möglich, uns zu versöhnen mit Gott. Let's pray. Lord Jesus. Herr Jesus. Oh, what a beautiful message this morning. Wir haben eine wunderbare Botschaft heute Morgen. That touch our hearts. That touches our hearts. Es hat unsere Herzen berührt. Because we speak about the reality of life. Weil wir über die Realität des Lebens sprechen. And your birth, it was reality as well. Und auch deine Geburt war real gewesen. And with your birth, we came attached this possibility to be reconciled with you. Und durch die Geburt wurde uns die Möglichkeit gegeben, uns wieder mit dir zu versöhnen. It was your biggest effort to appeal to human hearts. Es war deine größte Anstrengung und Bemühung, an die Herzen der Menschen zu appellieren. If a man didn't want to reconcile with you, selbst wenn die Menschen sich nicht mit dir versöhnen wollten, you came to reconcile with them. So bist du gekommen, um dich mit ihnen zu versöhnen. You did the first step. Du hast den ersten Schritt getan. And today we remember the first step, Lord. Und heute gedenken wir diesen ersten Schritt. You came in as a child. Nämlich, dass du als Kind gekommen bring bist. Salvation, redemption, and eternal life with it. Du hast die Lösung mit dir gebracht und die Gerechtigkeit und die Erlösung. Lord, help us today. Bitte hilf uns heute. That our heart might be touched by your word. Dass unser Herz durch dein Wort berührt wird. And this word might bear fruit in us. Dass dein Wort in uns Früchte tragen möge. And not dies away. Und nicht abstirbt. Be with us today. Sei mit uns heute. Bless the food that's been prepared. Und segne das vorbereitete Essen. And I pray in the name of Jesus. Ich bete im Namen Jesu. Amen. Amen.